Willkommen, C-Top Techies. Wir haben noch ein Video für Sie. Heute ein Unboxing von dem PSU 6200 5 Ampere. Also hier nehmen wir einen kurzen Blick vorne. Und was wir sehen da ist, ich meine, sehr einfach klar, es ist ein PSU 6200 Stromversorgung, das habe ich schon gesagt. Aber es fängt schon an. Wir haben einen AC 120 bis 230 Volt Eingang oder ein DC 120 bis 240 Volt. Also man sieht sofort, dass das Produkt für zwei Applikationen auch gültig ist. AC und DC Eingang. Ausgang 24 Volt, 5 Ampere, das habe ich schon gesagt. Vorne der MNFB, die Bestellnummer, ist auch gleich drauf. Aber vielleicht noch wichtiger ist das Thema Seriellnummer. Das ist immer bei uns vorne auf der Verpackung. Das erlaubt für Sie vielleicht die Chance, Qualitätsdokumentation zu erstellen. Dann wissen Sie genau, welches Produkt von uns ist in Ihrer Applikation unterwegs. Unten rechts haben wir auch ein Produktionsdatum. Das ist genau der Monat, wo das Produkt bei uns hergestellt ist. Und ganz unten haben wir auch unsere Approbationen. Wirklich, also eine globale Firma Siemens, wir wissen auch, wie wichtig es ist, ein Produkt für den Globalmarkt zu haben. Das erlaubt für Sie, sagen, ich kann morgen Kunden in ein ganz anderes Land ansprechen, auch Angebote machen, weil das Produkt für sich ist auch für andere Länder approbiert. Aber genug von der Etikett, lassen wir das aufmachen und schauen, wie das Produkt aussieht. So, eine ziemlich einfache Verpackung, also sehr kompakt. Erste, was wir sehen, ist unsere Betriebsanleitung. Das ist ein super Dokument, der wirklich beschreibt, wie man das Produkt installiert. Ohne hier, also ich glaube, zwei, drei Seiten insgesamt und sieht die Kerninformation, was man Kunden braucht. Also Sie können es auch online vorab lesen. Es gibt es bei uns in der SIOS, unserer Online-Support-Portal. Dann haben wir unser Produkt. Also gleich hier. Erstes, was man auffällt, ist klar, das ist ein Metallgehäuse. Wir haben wirklich hier bei dem 5 Ampere Gerät ein Full außenrum, also von hinten alles auf die, aus Metall gebaut. Ein schöner fester DIN-Adaptor, das auf die DIN-Hutschiene gut alles festhält. Und interessant ist, bei dieser Breite können wir auch schaffen 120% der Nennstrom und bei Shoulder-on-Shoulder-Montage. Das heißt, egal was für Produkte daneben liegen, es gibt keine Vorschrift, da Platz zu lassen. Also das ist wirklich ein kompaktes Gerät. Vorne gehen wir dann die unterschiedlichen Klemmen durch. Oben haben wir dann die Klemmen in fünffach. Das beschreibt dann zwei positive Klemmen und drei negative. Auch so eine kleine Hilfe für unsere Kunden, die mit Self- und Pelf-Netzwerken unterwegs sind. Danach finden wir unsere Hilfsklemmen da mit dem OK-Ausgang-Klemmen. Und da haben wir die Möglichkeit in unsere Automatisierungstechnik einzubinden, dass die DC-Netz in Ordnung oder nicht in Ordnung ist. Das ist gleich auch mit dem LED auch dargestellt. Darunter gibt es dann eine Potty, der lässt sich dann den Ausgang von 24 auf 28 Volt variieren. Ein wichtiger Punkt für vielleicht Applikationen, wo der Kabellänge sehr lang ist und da muss ich dann kompensieren. Am Ende haben wir, also ganz am Ende, der niedrigste Punkt hier, haben wir auch die Klemmen für die AC-Eingang. Also insgesamt so ein sehr kompaktes Gerät. Es freut mich, dass Sie dabei waren und ein bisschen der erste Blick auf den 6200. Ich kann nur sagen, nehmen die Chance, online selbst anzuschauen und bei uns stay tuned. Also wir werden weiterhin C-Top Tech Videos veröffentlichen. Bis zum nächsten Mal. Siemens. Ingenuity for life.